Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO-Podcast. Der letzte kam ja sehr gut an, darum dachte ich mir, komm, hassle ich direkt den nächsten hinterher. Ich habe jetzt eh gerade eine leichte oder mittelschwere Mittelohrentzündung und kann mimikmäßig kaum was machen. Darum ein Podcast. Also, es geht heute um die Community, also wie sie sich verhält. Speziell jetzt hinsichtlich Updates, noch spezieller des aktuellen Updates, aber eben auch so in der Vergangenheit, wie die Community darauf reagiert. Und vor allem, wie sie mit den Entwicklern zusammenarbeitet. Oder wie die Community überhaupt auf die Entwickler zu sprechen ist. Alles in allem ist Counter-Strike in den, ich sag einfach mal, letzten 20 Jahren zu dem Shooter geworden. Counter-Strike kennt eigentlich jeder. Man weiß nicht, ob das in der Zukunft auch noch so sein wird, aber so zu meiner Zeit und auch ein paar Generationen danach war Counter-Strike auf jeden Fall, ja und natürlich auch davor, ne, Generationen davor, war Counter-Strike auf jeden Fall das Spiel, was man mit Ego-Shootern, mit Shootern an sich in Verbindung gebracht hat. Das war eben dieses Mammut unter den Shootern. Es ist auch nach wie vor dieses Urgestein. Aber die ganze Sache scheint ja immer weiter zu bröckeln. Es ist schwer, sich eigene Fehler einzugestehen, ich weiß es. Aber ich denke, wir als Community müssen auf jeden Fall einsehen, dass ein sehr großer Teil des Schadens nur durch uns entstanden ist, beziehungsweise durch unser Einwirken entstanden ist. An sich bezieht sich das nicht nur auf Counter-Strike, sondern generell auf Spieleentwickler, auf Updates und auch auf die Entwicklung neuer Spiele. Also um nur mal ganz kurz einen Exkurs zu machen, dieses Overhypen von Spielen hat sehr viel zerstört. Also viele Spiele, die eigentlich hätten deutlich besser sein können, also einfach nur von dem, beziehungsweise der Art, wie sie dann aufgenommen werden, also von der Spielerschaft, das hätte bei vielen Spielen tausendmal besser laufen können. Aber die Userschaft ist, klar, daran ist auch das Internet schuld und dass man so sehr vernetzt ist, wahnsinnig. Die Userschaft ist einfach wahnsinnig. Irgendwas wird angekündigt. Sehen wir jetzt zum Beispiel auch mal wieder in die kommenden Spiele rein. Cyberpunk ist eine Sache, bei der man sich, denke ich, Sorgen machen kann. Man ist sich zwar mittlerweile etwas bewusster über die Sache, also welchen Schaden man als Community anrichten kann, und dennoch wurde in diese Richtung auch schon extrem viel overhyped. Das letzte aktuelle Beispiel, was uns alle sehr stark betrifft, ist dieses letzte CSGO-Update. Überlegt mal, was für ein Riesenhype darum entstanden ist, ohne dass ein Wort darüber verloren wurde von den Entwicklern, dass überhaupt ein Update kommt. Es wurde nur gefragt, was wir mittwochs machen. Und alle sind davon ausgegangen, sofort, dass es ein Riesen-Update gibt. Stellt euch mal vor, es wäre gar kein Update gekommen. Sondern die Firma hätte sich nur gedacht, ja gut, wir sollten unsere Außenwirkung ein bisschen verbessern. Wir gucken mal, dass wir Social-Media-mäßig etwas mehr zulegen. Lasst uns das mal hochfahren. Natürlich ist die Firma nicht dumm und weiß genau, wenn sie jetzt sowas schreiben, dann werden wir sowas oder dann wird sowas erwartet. Ja? Darum haben sie natürlich auch was in der Hinterhand gehabt, das ist vollkommen klar. Dennoch wurde kein Wort darüber verloren, ob und was kommt und in welcher Qualität irgendwas verbessert wird oder erscheinen wird. Und trotzdem sind alle komplett ausgerastet. Und alleine schon dieser Punkt hat das Update, so wie es gekommen ist, für viele komplett zum negativsten CSGO-Punkt 2018 gemacht. Stellt euch mal vor, das Update wäre einfach so gekommen. Ich kann euch sagen, dass es natürlich dennoch negativ Schlagzeilen gemacht hätte, weil die Leute eben auf diesem BR-Hate-Train fahren. Aber dennoch wäre dieses Update nicht so negativ aufgenommen worden, wie es jetzt aufgenommen wurde. Jeder saß da tagelang und dachte sich, jawohl, endlich keine Cheater und 128 Tick und ach Gott, vielleicht kriege ich noch ein Knife geschenkt. Wobei kein Wort darüber verloren wurde, was geändert wird. Und trotzdem rasten die Leute komplett aus. Das ist ein riesen Kritikpunkt an der gesamten Gamerschaft, der ja leider immer schlimmer geworden ist. Früher, zu meiner Zeit, es klingt so, als wenn ich uralt wäre, da gab es das nicht. Klar, da gab es das Internet auch noch nicht in der Form, wie es heute eben da ist. Ja, damals war eben so gut wie keiner vernetzt. Und da haben die Spieleentwickler in der Spielezeitschrift ihr neues Spiel vorgestellt und man hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Das war's. Da gab es keine Chats und Diskussionen und ach komm, wir und hin und her. Da kam das Spiel, man hat sich einfach verschissen nochmal gefreut, dass es kam. Und wenn dann ein Entwickler, etwas später dann, wo es üblicher wurde, bezüglich auch agile Entwicklung und sowas, wenn dann ein Entwicklerteam sich dazu entschließt, Updates zu bringen, also sogar einen neuen Spielmodus zu machen und das Ganze kostenlos bereitstellt, dann ist uns früher der Sack geplatzt. Da ist uns der Hut davon geflogen vor Freude. Ich meine, es gibt ja genug Beispiele von Entwicklerteams oder Entwicklern, Firmen, pipapo, die, Updates herstellen und man braucht dafür einen Season Pass oder muss sie kaufen. Einzeln, ja. Das darf man auch einfach schon mal nicht vergessen. Das sind alles so Punkte, die jetzt dieses Update aktuell, wie es gerade ist, diese Diskussion darum entschärfen. Also meiner Ansicht nach zumindest. Selbst hinsichtlich dieses großen Themas mit den Skins.
muss man sagen, dass wir uns die ganze Geschichte ja einfach selbst eingebrockt haben. Wir sind die kleinen Schweinchen, die die ganze Zeit nach neuen Skins grunzen, ja, und die ganze Sache so extrem gut aufgenommen haben, dass Valve, Volvo, Valve sich gedacht hat, wow, da müssen wir mehr reinbuttern. Die Leute lieben das scheinbar, wenn wir neue Skins bringen. Wisst ihr, wenn etwas erscheint und das von den Usern nicht angenommen wird, dann wird es nicht mehr so frequent oder vielleicht sogar gar nicht mehr erscheinen. Aber die Community, also wir, die Userschaft, die Spieler, wir beschaffen Valve nach wie vor riesige Gewinne damit. Also wirklich so große Gewinne, dass sich die Firma sagt, erstens lohnt sich das für uns natürlich finanziell, dass wir da was Neues raushauen und zweitens freut es die Leute. Ich habe x Kommentare gelesen, wirklich unzählig viele, wo auch immer wieder drin steht, dass man sich eine neue Case wünscht mit neuen Skins. Und auch später Kommentare von wegen, wow, die neuen Skins sind wirklich cool. Was sie auch sind, mir gefallen sie auch sehr gut, auf jeden Fall. In dieser Sache steckt Valve nicht alleine drin und sagt sich, hahaha, wir machen immer mehr Geld, pipapo. Wenn es uns allen nicht gefallen würde, dann würden sie damit auch kein Geld verdienen. Aber die Community, also ein sehr großer Teil davon, der größere Teil, der möchte genau das haben und genau das wurde befriedigt. Es wird das gemacht, was gefuttert wird von den Leuten. Wenn ihr also sagt, mir gefallen die Skins eh nicht, also mir sind die nicht wichtig, dann kann ich euch nur empfehlen, so wenig wie möglich damit zu tun zu haben und lieber die Sachen zu boosten, die euch gefallen. Zu sagen, ich höre jetzt auf, das Spiel zu spielen, bringt keinen weiter, sondern lässt eben Valve durchblicken, ah okay, scheinbar ist Matchmaking gar nicht so wichtig, sondern wir können einfach noch mehr Kisten machen, weil das kommt gerade am besten an. Also so ungefähr, natürlich ist die Firma auch nicht dumm und sie haben ihre eigenen Statistiken, ihre eigenen Zahlen und pipapo, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Seid keine kleinen verkackten Kinder, die sich dann einscheißen, so, oh nein, jetzt geht die Welt unter, um Gottes Willen, das war das letzte Update und ach, ist das scheiße. Alleine hinsichtlich des letzten Punktes kann ich nur sagen, da jetzt der BR-Modus endlich da ist, ja, kann das Entwicklerteam sich anderen Dingen widmen. Sicherlich war dieser Modus ein großer Punkt auf ihrer Liste. Alleine schon aus dem Grund, um relevant zu bleiben. Ja, man möchte ja einfach, dass das Spiel, das man entwickelt hat, es fühlt sich, also Software, die man herstellt, fühlt sich wie ein Kind oder sowas ähnliches an. Man hat das ja aufgezogen, man hat das großgezogen und so weiter. Und man möchte natürlich, dass es so lange wie möglich ja, im Fokus bleibt, gespielt wird, relevant bleibt und natürlich auch weiter Geld einfährt, ganz klar. Und dazu gehören diese ganzen Dinge. Deswegen stand der BR-Modus auf einer recht hohen Priorität auf ihrer Liste, nehme ich an. Also Battle Royale war im Hype vor 2 Jahren und da dachte man sich, hey, das machen wir auch, um erstens relevant zu bleiben und um zweitens natürlich den Leuten auch wiederum einen neuen Spielmodus zu geben. Ja, weil immer nur Matchmaking und Wingman wird ja irgendwann stinklangweilig. Klar, es gibt noch die anderen Modi, aber ich habe es ja vor kurzem schon erwähnt, wer spielt die schon? Also wer spielt die schon wirklich aktiv, dass er sagt, wow, heute wieder Deathmatch, juhu. Diese ganze Wack-Sache bzw. Cheater-Geschichte ist, glaube ich, für die meisten der größte und schlimmste Punkt. Viele haben gesagt, was? Das Spiel ist kostenlos. Jetzt bin ich, ich höre auf, so ungefähr. Ich habe es im gestrigen Overwatch schon angekündigt oder kurz angesprochen. Wer... Es ist einfach schwierig, in Worte zu fassen, weil es einfach so verschissen kindisch ist. Wisst ihr, es ist so... Ich höre jetzt auf! Ja, es kam ein kostenloses Update für das Spiel, das ich einmal bezahlt habe, vor 40 Millionen Jahren, in das ich schon x Trilliarden Stunden gesteckt habe und das mir eigentlich auch immer noch Spaß macht, wenn ich ehrlich bin. Aber es kam ein Update und ach Gott, jetzt höre ich auf. Es wurde ja augenscheinlich nicht viel an dieser ganzen Cheater-Thematik geändert. Das Spiel wurde jetzt sogar kostenlos gemacht und darüber haben sich auch viele aufgeregt. Und oh nein, jetzt sind doch alle, die noch keinen Prime hatten, Prime und oh, ich höre auf und kack meine Windel voll. So übertragisch, wie das dargestellt wird, ist es ja gar nicht. Die ganzen Kacknasen, die im Vorfeld keinen Prime hatten, also die ganzen Cheater, die keinen Prime hatten und jetzt dann eben Prime haben und auf Prime ein bisschen rumcheaten und dann gebannt werden wieder, diese Vögel werden auch in Zukunft keine Lust haben, sich Prime zu erspielen, also Level 21 zu werden und irgendeine Handynummer mit dem Account zu verbinden oder es zu kaufen. Auf Level 21 zu kommen und sich Prime zu holen, war nie wirklich schwer, also finde ich. Und selbst das war scheinbar für viele zu viel, ja. Es war sogar für so viele Leute zu viel, dass man sich auf Prime ja deutlich sicherer fühlt und auch wirklich sicherer spielt als ohne Prime. Nur weil jetzt Prime 14 oder 15 Euro kostet, ist die Sache jetzt aber irgendwie nicht deutlich schlimmer. Weil solche kleinen Kacknasen, denen es schon zu viel ist, sich auf Level 21 zu wursteln, denen wird es auch sicherlich zu viel sein, sich Prime einfach zu kaufen. Und selbst wenn nicht, und sie holen sich halt, weil sie mal wieder gebannt wurden, den nächsten Account mit Prime für 15 Euro oder 14 Euro, ja. Und dann werden sie wieder gebannt und holen sich den nächsten und so weiter und so fort. Dann sind die nach 10 Accounts irgendwann 150 Euro los und gucken vielleicht tatsächlich mal in die Röhre und sagen sich, so, jetzt cheate ich lieber, weil ich nach wie vor ein kleiner, dreckiger Bastard bin, halt einfach auf Non-Prime rum. Weil für den Cheater ist es ja an sich dasselbe. Wisst ihr, wie ich meine? Er ist einfach an sich ein dreckiger Mensch, innerlich wie äußerlich, und er möchte Leute abfacken. Und ob er das jetzt in Prime macht
Oder komplett kostenlos für ihn. Also zeitlich sowie monetär kostenlos auf Non-Prime, ja, macht. Da ist es für ihn natürlich das Gleiche. Da kann er ja auch rumpimmeln und alle Leute abfacken. Das heißt, man wird jetzt zwar am Anfang ein paar mehr Cheater feststellen können, ja, und ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die in jedem Spiel Cheater in Anführungsstrichen, ich heb gerade meine Hände, haben, immer, in jedem Spiel, immer, sondern ich rede von normalen Leuten. Man wird mit mehr Cheatern rechnen können, für eine gewisse Zeit, nur temporär. Sobald diese Leute auch dann wieder peu à peu gebannt werden, ja, man darf wirklich nie vergessen, dass die Bannzahlen dennoch extrem hoch sind. Es werden zigtausende Leute im Monat gebannt. Also die Boys und Girls verschwinden und dann stehen sie ja wieder vor dem Problem, dass sie kein Prime haben. Sie haben jetzt zwar endlich einen kostenlosen CSGO-Account, auf dem dann übrigens nichts drauf ist, also auf diesem Steam-Account, ne? Das heißt, trustmäßig ist es so niedrig, wie als wenn sie gar nicht vorhanden wären. Ja, und dann müssen sie da wieder reinbuttern. Und vor allem müssen sie sich Prime besorgen. Wie gesagt, das passiert ein paar Mal, gerade bei diesen ganzen Kacknasen, die so richtig obvious reinhacken, also wo man merkt, das sind höchstwahrscheinlich Kinder mit kostenlosen Cheats, ja. Die haben keine lange Zeit mit ihrem Account, der ist schnell wieder weg. Und dann müssen sie sich Prime immer und immer wieder neu kaufen und irgendwann werden sie das nicht mehr machen. Ich weiß sogar noch, dass es eine Debatte gab, als Prime aufkam, dass es den Leuten viel lieber wäre, wenn Prime nicht erspielbar wäre, sondern nur kaufbar. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Weil sie gesagt haben, ja gut, die Cheater bekommen mit der Zeit dann Prime, ne? Weil mit der Zeit ist jeder irgendwann Level 21. Ja gut, Cheater vielleicht doch nicht, weil sie ja davor gebannt werden. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann haben sie ja trotzdem Prime. Und man solle doch Prime nur kaufbar machen. Das war tatsächlich am Anfang ein großer Gedanke der Community. Ja, ja, man soll es nicht glauben. Und jetzt ist es sogar so. Und wer weiß, was in Zukunft noch passiert. Und trotzdem bepissen sich halt einfach alle. Diese ganze, ich habe einen Cheater bei mir im Spiel, Geschichte habe ich ja schon mal in einem Podcast abgedeckt. Der nennt sich Cheater Callen ist gleich Behinderung. Also, dass Leute, die ständig Cheater callen, sicherlich irgendeine Behinderung haben. Ich werde euch das Teil hier unten mal verlinken. Es ist extra so ein bisschen Offensive Trigger Red aufgezogen, damit die Leute eben schön mitdiskutieren. Ja, guckt mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich denke, es ist für den einen oder anderen vielleicht eine neue Sichtweise. Also ich habe darunter schon viele Kommentare bekommen, in denen sowas geschrieben wurde wie, hey, vielen Dank für diese neue Sichtweise. Ich bin jetzt richtig zufrieden oder ich kann zufriedener spielen und komme einfach besser klar mit der ganzen Sache. Ja? Ich kann es euch nur ans Herz legen, schaut mal rein. Was das angeht, möchte ich eigentlich gar nicht großartig darauf eingehen, weil ich eben schon ein Video darüber gemacht habe. Ich kann nur sagen, dass die Community leider sehr verweichlicht ist oder verweichlicht wurde über die letzten 5 Jahre oder 6 Jahre oder wie auch immer. Wenn man das vergleicht mit den 1.6 und Source-Zeiten, da gab es das einfach nicht. Also natürlich gab es da Cheater und ja, es gab auch Leute, die gesagt haben, oh, da cheatet jemand. Aber das war im Vergleich zu heute ein winziger Teil, das waren die Pussys damals. Logischerweise gab es damals auch nicht so viele Cheater in diesem Verhältnis, wie es heute Cheater gibt. Ja, ich weiß. Dennoch war einfach die Mentalität eine andere. Man ging anders ran. Heutzutage kriegt ein kleines Kind einen YouTube-Account, guckt sich CSGO-Videos an, schaut sich Overwatch-Videos an und denkt automatisch, oh, in dem Spiel sind Cheater. Und das heißt für dieses Kind oder für diesen jungen Jugendlichen, wow, wenn jemand besser ist als ich, dann cheatet er wahrscheinlich. Und das frisst sich rein in den Kopf, das frisst sich rein. Naja, wie gesagt, Thematik ist eine andere hier in diesem Podcast. Was ich vorhin schon ganz kurz angemerkt habe, ist eben auch diese Sache, dass die Leute einfach jetzt sagen, es ist für immer rum. Es ist für immer rum. Es kann nicht mehr besser werden. Also, als wenn dieses Update das allerletzte Update gewesen wäre, das jemals kam. Und jetzt lassen die Entwickler das Spiel einfach hängen. Updates kommen immer und immer wieder. Und die Entwickler können es mit den Updates nie der Community recht machen. Also zumindest nie der gesamten Community. Egal was sie machen, immer wird gemeckert. Nicht von allen, aber von vielen. Das heißt, dieses Entwicklerteam, und das ist nicht nur bei Valve so, sondern auch bei vielen anderen Firmen und Publishern und wie auch immer, die ziehen sich zurück, die schauen nur noch Zahlen an und machen das, was sie für richtig halten. Weil die Fans es einfach verschissen haben. Immer diese ewige Nörglerei, oh, ich wollte eigentlich, dass das Hauptmenü rot ist und nicht grün und meine Spielfigur ist viel zu groß und so weiter und so fort. Ja, so sieht man als Entwickler die User-Community. Also weil sie ja auch so ist, es ist so durchgepeitscht. Es kommt ein wirklich extrem geiles Update, so wie die Trust-Geschichte. Das den Weg ebnet für eine bessere, cheaterfreie Umgebung. Selbst wenn es nicht perfekt funktioniert, selbst wenn es nur der Startschuss für etwas war. Es war wirklich ein geiles Teil. Und was passiert? Die Leute haben es auseinandergerissen. Gerade solche Sachen, solche Anti-Cheat-Teile, die komplett, ich kann es kaum beschreiben, das geht alles dynamisch. Es gibt immer wieder neue Cheats, immer wieder neue Wege, an den Systemen vorbeizugehen. Und gerade so eine Überlegung mit Trust-System war einfach perfekt. Und die Leute haben es zerrissen. Falls das Video nicht zu lang wird, kommt jetzt hier eine Erklärung der Idee hinter Trust. Falls es zu lang wird, werde ich diese Erklärung als Extra-Video
also als extra Podcast, hochladen. Einfach nur, damit jeder versteht, warum Trust so genial ist. Achso, und wenn das Video zu lang ist, dann bedanke ich mich hier schon mal für eure Aufmerksamkeit. Ich konnte das Thema nicht ganz zu Ende führen, weil es sonst zu lang gewesen wäre. Ich kenne euch alte Gauner, ihr schaut schon ungern länger als 10 Minuten und wenn das Video über 15 Minuten geht, dann rastet ihr komplett aus. Darum ist möglicherweise das Video hier auch schon vorbei. Die Streams sind übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist der Hammer, dass wir so dick gewachsen sind. I love you all, boys and girls. Haut ordentlich rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.